Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Retrogrid. Ja, ich starte hier direkt ins Rennen rein. Warum? Naja, wer die letzte Folge geschaut hat, weiß warum. Wir haben den Direktvergleich hier einfach nicht gepackt und heute geht's einfach weiter mit Fahren. Also kein großes Rumgerede. Je nachdem, wie lange das dauert, so auf jeden Fall schon mal nicht. Ich habe eine kleine Pause dazwischen gemacht, also muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einfahren. Je nachdem, wie lange das dauert, wird vielleicht noch nicht mal eine wirklich einzelne Folge, sondern irgendwie hinter die andere geschnitten, weil die habe ich noch nicht fertig. Oder irgendwie als Punkt 1 oder so versehen, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Kommt aber auch drauf an, wie lange das hier jetzt dauert. Ja, was mir nämlich auch aufgefallen ist, ja, die letzte Folge, das war Folge 50. Yay. Oder so. Für eine Special-Folge lief es richtig gut. Nicht. Oh, aber cool. Erstes Projekt, wo wir die 50 Folgen überschritten haben. Jo. Gut, wir sind jetzt aber auch sozusagen gleich kurz vorm Schluss von dem Spiel, von daher ist es okay. Wir spielen immer noch auf der gleichen Schwierigkeit, also Profi heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall das mit den zwei Rückblenden. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Ah, scheiße. Na, zu viel übersteuern. Ja, ich nehme an, der erste Versuch wird eh wieder nicht. Da ich eben eine kleine Pause gemacht habe. War kurz am Überlegen, ob ich mich vielleicht erstmal eine Runde einfahre, aber dann wiederum. Hier ist alles live und ungeschnitten. Oder so. Wenn du das sagst, ja, sehr sauber. Och ja, okay. Komm, das war erstmal genug einfahren. Jetzt machen wir ernst, gell? Mal sehen, wie ernst wir machen können. Ich hoffe doch, dass wir zum Ende der Folge, also spätestens in 20 Minuten, da ein positives Ergebnis sehen. Ja, also nicht sowas. Komm, fahre ich erstmal weiter. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, letzte Folge war ich dann wirklich auch frustriert. Ich habe mir dann auch gedacht, okay, bevor ich jetzt anfange, komplett und durch die Gegend zu schreien, höre ich jetzt lieber auf. Außerdem muss ich weg, aber naja. Dann setze ich natürlich wieder relativ stark ab. Wieder zu stark gedriftet. Aber wir sind recht knapp dran. Also nicht wirklich richtig knapp, aber einigermaßen knapp. Mal versuchen könnte, wäre eine andere Sicht. Man vielleicht, keine Ahnung, so besser fahren kann. Wenn man dann die Scheitelpunkte besser sieht oder so. Und er hat wirklich eine kleine Handbremse. Ist ja süß. Okay. Ja, großes Problem auch an der Sicht ist, dass man nicht richtig gut über Kuppen schauen kann. Ja, ich glaube, wir fahren lieber so. So, genau. Na, ja, okay, dann spulen wir zurück. Es war komplett übergeschossen.
könnte jetzt natürlich auch extra immer versagen und damit das Projekt noch weiter strecken, gell? Nee, mach ich nicht. Ich will ja auch am Ende mal mit dem Spiel fertig werden. Hab auch schon sozusagen einen Nachfolger mir bereitgelegt. Weil es war ja Summer Sale bei Steam und da habe ich eine Kleinigkeit gefunden, die ich noch nicht gespielt habe und wo er häufig richtig Bock hab. Deswegen könnt ihr gespannt sein. Wird auf jeden Fall lustig. Ah, viel zu früh eingelenkt. Ja, er fährt schon wieder zu weit weg. Ja, das können wir eigentlich jetzt schon neu starten. Wir müssen jetzt so ungefähr an dem Punkt relativ nah hinter ihm sein. Oder gar vor ihm. Na, sonst packen wir das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie er die Kurve so eng nehmen kann. Ich pack das nicht. Entweder kommt dann bei mir das Heck. Oder er untersteuert. Ah, wir sind vor ihm, sehr schön. Können wir ihn jetzt wieder ein bisschen ausbremsen? Also nicht allzu lange, weil er wird wahrscheinlich hier in den Kurven schon wieder arg viel Zeit gut machen. Haben wir ihn ja mal hier auch ausgebremst, okay. Ich fahre die aber, glaube ich, auch komplett falsch an. Also die zweite ist okay, aber die erste... Man merkt, dass ich nicht oft Open-Wheeler fahre. Weil es hier halt wirklich oft so ist, dass man in den Kurven auf dem Gas bleiben muss. Oder zumindest ein bisschen Gas haben soll. Was bei anderen Autos meistens ja nicht der Fall ist. Ah, scheiße. Nee, das spule ich zurück. Bin ich zu früh wieder aus Gas, da ist mir das Heck weggegangen. Komm. So. Wir sind vorne. Ich glaub's nicht. Gut, frag ich noch, wie lange. Aber erstmal sind wir vorne. Jetzt so circa unsere erste Führungsrunde in dem Event. Bei sonst wie vielen Anläufen. Hier können wir natürlich wie immer wieder Zeit gut machen, weil er einfach lahm durch die Schikanen durchfährt. Nein, komm rum. Das gibt's nicht. Jetzt ist er natürlich auch wieder dran. Weil er durchpeitscht wie sonst was. Ich versuche aber teilweise, glaube ich, echt die Kurven zu eng zu nehmen. Oder einfach falsch anzufahren. Also man kann nicht nur dem Handling die Schuld geben. Aber das Handling verzeiht halt leider in dem Spiel fast nicht. Man muss eigentlich wirklich genau die Ideallinie fahren, um vernünftig um Kurven zu kommen. Oh, zweite Runde. Wir liegen immer noch in Führung. Betonung auf noch. Ab geht's in die dritte. Nicht ganz so schnell diesmal durch.
verdammt. Auch wieder nicht gut genommen. Das war okay, aber auch nicht besonders schön. Ah, nicht so weit außen. Bitte. Danke. Oh Gott, ich hatte eben gerade Angst, dass meine Tonaufnahme gar nicht läuft. Das wäre irgendwie doof. Weil dann wird mir niemand glauben, dass ich das gewinne. Und dabei noch spreche. Na komm. Letzte Kurvenkombination. Er ist aber direkt hinten dran. Das wird verdammt nochmal knapp. So, und ich glaube, da haben wir es. Boah, das war's aber auch. Hui. Ja, das war... Ach du Scheiße. Also das war echt mal ein Rennen. Holla die Waldfee. Aber wir haben gewonnen. Und das ist die Hauptsache. Cool. wenn ich auf die Zeit schaue, passt das sogar eigentlich. Komm, dann mache ich daraus einfach eine 50.1. Sozusagen als 50 Folgen Special oder so. Ja, genau, das machen wir. 180.000 passt auch. Nee, Quatsch, 3,7 Millionen. Wir haben 880 Millionen, so rum. Gut, wenn euch die Folge, auch wenn es diesmal nur so eine halbe Folge ist, trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonstiges habt, immer in die Kommentare damit. Freue ich mich immer darüber. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fossi-Bär. Tschö.